Ja, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Man würde ja heute nicht in allen Bundesländern eine Pressekonferenz machen, aber Berlin hat ja null Faschingseffekt. Von daher sind wir alle hier auf der Pressekonferenz. Andere feiern eben heute Fasching. Ja, erstmal zur Agenda 2010. Frau Merkel hat mal wieder deutlich gemacht mit ihrem Kommentar, dass sie an sozialen Reformen nicht wirklich interessiert ist. Sie hat die Agenda 2010 zum Erfolgskonzept für dieses Land erklärt und lobt sie mehr als die SPD selber. Dabei war doch die Agenda 2010 der bisher größte Angriff auf die Sozialsysteme und auf den Sozialstaat in Deutschland der Nachkriegsgeschichte. Und tatsächlich ist die Aussage von Frau Merkel ein Schlag ins Gesicht aller Erwerbslosen, aller derjenigen, die im Niedriglohnbereich oder in prekärer Arbeit arbeiten müssen. Ja, man kann sogar sagen, der Lohnabhängigen selber, weil die Agenda 2010 hat auch zur Lohndrückerei beigetragen. Nun hat Martin Schulz, der Kanzlerkandidat der SPD, mal erste vage Andeutungen gemacht zur Korrektur dieser Agenda 2010. Und schon gibt es einen Sturm der Union, gibt es einen Sturm der Wirtschaftsverbände, was zu erwarten gewesen war, weil im Interesse der Wirtschaftsverbände wurde ja diese Reform in der Tat auch gemacht. Aber was jetzt doch ein bisschen überraschend ist, dass auch die eigene SPD Angst vor der Courage bekommt und Frau Barley gesagt hat, eigentlich ist die Agenda 2010 richtig gut und man braucht nur einige wenige Korrekturen. Und das lässt doch eigentlich eine hasenfüßige SPD zu erwarten und man kann Martin Schulz nur auffordern, hier standhaft zu bleiben, weil es mit kosmetischen Korrekturen an der Agenda 2010 in der Tat nicht getan ist. Hier braucht es praktisch eine Rückabwicklung im Interesse der Millionen von Menschen in Deutschland. Und wir sagen, zu dieser Rückabwicklung würde dringend gehören, dass die Sanktionen bei Hartz IV abgeschafft wurden, dass die Regelsätze schnell auf 560 Euro erhöht werden, dass wir statt dieses miesen Hartz-IV-Systems eine Mindestsicherung von 1050 Euro zumindest mal mittelfristig herstellen. Und man muss in der Tat die Erwerbslosenversicherung insgesamt wieder in den alten Zustand versetzen, weil nur der geringste Teil der Erwerbslosen bekommt überhaupt Arbeitslosengeld I. Die Mehrheit ist längst ins Hartz-IV-System abgeschoben. Wir müssen das Problem dringend angehen, der Leiharbeit und der Werkverträge und der ganzen Tarifflucht und des ganzen Lohndumpings. Hier muss es wieder zur Regel werden, dass die Menschen, die zur Arbeit gehen, unter Tarifverträge und tarifliche Regelungen fallen. Wenn man dort das Problem der Leiharbeit und der Werkverträge nicht angeht, ist das alles nur Schall und Rauch. Und man braucht auch ein klares Programm gegen prekäre Arbeit. Das müsste eigentlich sein, also Schulz müsste hier deutlich offensiver werden und nicht praktisch zurückgerufen werden und noch passiver oder noch defensiver werden, als es ohnehin schon der Fall ist. Trotzdem hat der Schulz-Effekt offensichtlich jetzt auch ein Stück weit die Union erreicht. Anders ist nicht zu erklären, dass jetzt auch die Union sagt, man muss Steuerermäßigung machen oder eine Steuerreform machen zugunsten unterer und mittlerer Einkommen. Das kann man nur bestätigen, das fordern wir schon lange. Dringend wäre geboten, untere und mittlere Einkommen deutlich zu entlasten. Ich will nur mal sagen, wir haben dort ein konkretes Steuerprogramm vorgelegt, im Unterschied zu allen anderen Parteien. Das würde eine Verkäuferin mit 1900 Euro brutto um 130 Euro monatlich entlasten und ein Durchschnittsverdiener, der 3.400 Euro verdient, würde bei unserem Konzept um 215 Euro monatlich entlastet. Solange hier SPD und CDU nicht konkret werden, scheint mir das nicht wirklich glaubwürdig zu sein, weil das ja nichts Neues ist. Vor den Wahlen erleben wir immer, dass alle die unteren und mittleren entlasten wollen. Nach der Wahl sieht die Welt dann wieder ganz anders aus. Aber der große Unterschied zur Debatte in der CDU und zu uns ist, dass es bei uns nicht darum geht, die Haushaltsüberschüsse zu verwenden für die Entlastung unterer und mittlerer
Einkommen. Die bräuchten wir dringend für eine Investitionsoffensive in Bildung, Gesundheit, Erziehung, in die öffentliche Infrastruktur. Ich meine, es ist doch ein Unding, wenn hier in der Hauptstadt Tausende von Schülern nicht zur Schule gehen können, weil die Toiletten nicht funktionieren. Also hier wäre doch dringender Bedarf zum Investieren. Nein, wir müssen eine Steuerreform machen, die in der Einkommensteuer selber untere und mittlere entlastet. Und das geht aber nur, wenn man gleichzeitig hohe Einkommen und super hohe Einkommen deutlich belastet. Und deswegen sagen wir, okay, wieder 53% Spitzensteuersatz ab 86.000 zu versteuerndes Einkommen, sprich alle unter 7.100 Monatseinkommen würden bei uns entlastet, alle anderen würden belastet. Wer den Mut nicht hat, an diese hohen Einkommen ranzugehen, wird auch nicht nachhaltig untere und mittlere Einkommen entlasten können. Das scheint mir dann doch eher Schall und Rauch zu sein. Die Debatte über die Gesundheitsbranche und über die Arbeitsplätze im Gesundheitswesen bewegen uns auch. Wir machen dazu sogar eine eigene Kampagne, die ab 8. März wieder in eine neue Phase geht. Wenn jetzt die Deutsche Industrie- und Handelskammer sagt, im Gesundheitssektor würden 100.000 der neu zu erwartenden 350.000 Stellen kurzfristig geschaffen, und zwar in erster Linie durch die privaten Gesundheitsdienstleister, dann zeigt es ein Stück weit, wie groß die Personalmisere im Gesundheits- und Pflegebereich tatsächlich ist. Wir sagen, es fehlen dringend 100.000 Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Die müssen dringend geschaffen werden. Kein Land, kein Industrieland hat so eine schlechte Relation zwischen Pflegekräften und Patienten wie Deutschland. Und hier müsste Gröhe mal endlich aufwachen. Die größte Misere im Gesundheitswesen existiert genau dort, bei der Pflege, wo die Leute ihrem Berufsethos gar nicht mehr nachkommen können. Die wollten ja eigentlich die Menschen gut pflegen, sie können es aber nicht, weil es hinten und vorne an Personal fehlt. Und noch größer ist diese Misere im Übrigen bei der Altenpflege. Und wenn man jetzt meint, das könnte man durch private Dienstleistungen beheben, durch private Dienstleister, dann täuscht man sich gewaltig und schafft ganz bewusst ein neues Dienstleistungsprekariat im sozialen Bereich, sondern es geht darum, dass man tatsächlich eine Ausbildungsoffensive hat, qualifizierte Pflegekräfte ausbildet im Gesundheits- und im Altenpflegebereich und endlich auch im Altenpflegebereich mal eine kostenlose Ausbildung macht. Dort zahlen ja die Leute zum Teil ihre Ausbildung selber. Also die Misere im Gesundheitsbereich ist so groß, dass Gröhe endlich mal den Winterschlaf beenden soll und zu einer tatsächlichen Offensive im personellen Bereich kommen müsste. Zur Türkei ein endloses Kapitel. Wir haben auf unserer Parteivorstandssitzung am Wochenende beschlossen, die Nein-Kampagne der türkischen Opposition gegen die Einführung eines Präsidialsystems zu unterstützen. Das scheint mir auch dringend notwendig zu sein. Erdogan hat ja damit begonnen, einen Werbefeldzug nicht nur für ein Präsidialsystem, das gibt es ja auch in anderen Ländern, sondern in Wirklichkeit für ein diktatorisches Präsidialsystem zu starten. Wir sind im Übrigen der Meinung, dass dafür die Bundesrepublik keine Projektionsfläche bieten sollte. Erdogan sollte hier nicht auftreten dürfen, um Werbung für ein diktatorisches Regime zu machen. Ich weiß, dass das ein ganz sensibler Punkt ist, weil wir ein demokratisches Land sind, wo die Meinungsfreiheit hoch besetzt wird. Aber die Demokratie geht nicht so weit, dass man für eine Diktatur in einem anderen Land werben darf und das noch im großen Stil. Und dazu noch ein Spaltpilz quasi in die türkische Community reintragen darf.
Ich bin selber nach wie vor erschüttert. Ich war jetzt erst in der Türkei, dass die Leute, die ich dort kenne, meinen Co-Vorsitzenden der HDP, Selahattin Demirtas oder seine Co-Vorsitzende Yüksetak, sitzen im Gefängnis. Sie werden, der Staatsanwalt hat bis zu 190 Jahre Gefängnis beantragt. Die Verfahren sind jenseits aller Rechtsstaatlichkeit. Sie dürfen nicht mal persönlich an den Gerichtsprozessen teilnehmen, sondern werden per Videokonferenz zugeschalten. Das sind alles Dinge, die nichts mit Demokratie zu tun haben. Wenn Tausende von Parteigängern der HDP ins Gefängnis gesteckt werden, Hunderte von Journalisten ins Gefängnis gesteckt werden, Gewerkschafter, Staatsanwälte, Richter, dann übersteigt das jedes tolerierbare Maß. Und was die Bundesregierung hier macht, ist für mich nach wie vor unfassbar, dass in einem Nachbarland solche Zustände toleriert werden, nur wegen dieses schmutzigen Flüchtlingsdeals. Damit muss es zu Ende sein. Man erwartet einfach mal klare Worte von Frau Merkel. Man erwartet, dass sie sich für die Demokratie und für die politischen Gefangenen stark macht und nicht tatenlos zuschaut. Dazu gehört im Übrigen auch, dass wenn morgen Deniz Yüksel nicht freigelassen wird, dass dann hier der Botschafter einbestellt wird und Frau Merkel deutlich macht, dass hier dringend geboten ist, die Freilassung des Herrn Yüksel zu erwirken. Ich glaube, man darf hier nicht mehr länger zuschauen. Ich bin da wirklich auch ganz persönlich erschüttert. Dann erleben wir eigentlich das Gleiche jetzt mit Ägypten. Frau Merkel trifft al-Sisi, ganz klar, alles in Ordnung, solche Staatsbesuche muss man machen. Aber dass dort jetzt ein neuer Abschiebedeal ausgehandelt werden soll, ist nicht in Ordnung. Es kann nicht richtig sein, dass die undemokratischen Machthaber neue Verbündete von Frau Merkel sind. Der Druck natürlich immer noch von AfD und anderen in der Flüchtlingsfrage, völlig klar, aber dem darf nicht so nachgegeben werden, dass man quasi jetzt diesen schmutzigen Deal mit der Türkei zum Vorbild nimmt, den auch in anderen Ländern zu machen. In Ägypten werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Die Flüchtlinge werden zum Teil in die Gefängnisse gesperrt. Die Oppositionskräfte oder Vertreter der Opposition werden misshandelt. Und hier geht es nicht darum, die Augen zu verschließen. Also diese Art von Deals sollte Frau Merkel nicht machen. Und wir fordern sie auf, ausdrücklich nicht mit Despoten über Flüchtlingsabkommen zu verhandeln, sondern den Despoten muss gesagt werden, dass sie die Menschenrechte und die demokratischen Regeln einhalten sollen. Das wäre die Aufgabe der deutschen Bundesregierung.